Dieser Antrag hat die Überschrift Diversitätsquote für eine inklusive grüne Politik. Bevor der Antrag eingebracht wird, bitte ich die Antragskommission Alexander Klose, der uns die Änderungsanträge kurz erläutert. Du hast das Wort, Alexander. Ja, zu später Stunde, liebe Freundinnen und Freunde, muss ich noch mal um eure Aufmerksamkeit bitten. Es gab zu diesem Antrag V06 insgesamt 3 Änderungsanträge des Landesvorstands. Ich will euch jetzt die umfangreichen textlichen Änderungen, wenn ihr das nicht ausdrücklich wünscht, nicht nochmal vorlesen. Ich möchte aber kurz die 3 Änderungsanträge durchgehen. Der V06A2-1 bezieht sich auf die Änderung der Überschrift und wurde von den Antragstellerinnen übernommen. Ihr seht die Änderung auf eurer Synopse. Der Änderungsantrag V06E15-1 wurde von den Antragstellerinnen modifiziert übernommen. Und hier gab es sozusagen nach Ende der Erstellung dieser Synopse nochmal eine weitere Modifikation, die sich auf die Passage bezieht, die ihr ja in der Spalte ganz rechts auch unterstrichen findet. Dort hieß es, beziehungsweise heißt es bei euch, MigrantInnen und migrantisch markierte Menschen. Und diese modifizierte Übernahme wurde jetzt noch einmal oder wurde nach Vorlage hier der Synopse noch einmal redaktionell dahingehend geändert, dass es heißen soll, MigrantInnen und migrantisch stigmatisierte Menschen. Also das Markierte durch Stigmatisierte zu ändern. Ansonsten bleibt alles, wie es hier bei euch steht. Und der letzte und dritte Änderungsantrag V06L26-1 des Landesvorstands wurde ebenfalls so, wie ihr es hier findet, in der Synopse übernommen. Ich hoffe, ich habe jetzt den Stand der Beratung hier richtig wiedergegeben. Jedenfalls wurde mir das so von Antragstellern und auch vom LAFO signalisiert. Und ja, insoweit bleibt für euch leider nicht mehr viel zum Abstimmen und ich kann wieder ans Präsidium zurückgeben. Danke. Vielen Dank, Alexander. Jetzt wird der Antrag von Dennis Yildirim eingebracht. Dennis, du hast das Wort und du hast 3 Minuten Zeit. Liebe Freundinnen und Freunde, wir Grünen haben unsere Wurzeln in der Umwelt-, Friedens- und Frauenbewegung. Wir sind die Partei der Willkommenskultur und des progressiven Denkens. Deswegen haben wir auch als erste Partei die gesellschaftliche Realität anerkannt, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Aber jetzt müssen wir noch einen Schritt weitergehen. Wir müssen als erste Partei bei der Frage nach der Inklusion von Migrantinnen und migrantischen Gruppen in Politik und Gesellschaft progressiv voranschreiten. Dazu gehört, dass wir im Zeitalter der Migration neben den bisherigen 3 Säulen, also der Umwelt-, Friedens- und Frauenbewegung, eine 4. Säule initiieren müssen. Die 4. Säule steht für eine Bewegung für echte Teilhabe und Partizipationschancen. Eine Bewegung, die gemeinsam mit Migrantinnen und migrantisierten Gruppen geführt werden muss. Wir haben als Partei schon viel für die Inklusion von eben diesen Menschen unternommen. Dass es aber auch bei uns Handlungsbedarf gibt, zeigt die DIFPOL-Studie, an der unter anderem auch der LAVO teilgenommen hat. Sie zeigt für alle europäischen Parteien und damit auch unserer Partei, dass MigrantInnen und migrantisierte Gruppen deutlich unterrepräsentiert sind. Vor etwas mehr als 2 Jahren haben wir deswegen ein Netzwerk gegründet, Bundgrün. Ein Netzwerk, das basisorientiert ist und passive Mitglieder reaktiviert hat und neue Mitglieder mit Spaß und Freude für die grüne Idee einer ökologisch, sozialen und gendergerechten Gesellschaft begeistern konnte. Wir konnten Räume schaffen, wo wir unsere Mitglieder empowern, zu politischen Partizipation motivieren und zur Übernahme von Verantwortung ermutigen konnten. Aber der eben beschriebene Prozess, der Bottom-up-Prozess, kann nur erfolgreich sein, wenn die richtigen strukturellen Weichenstellungen gegeben sind. Um es mal bildlich darzustellen, möchte ich aus der DIFPOL-Studie ein Zitat zitieren. Du kannst nicht sagen, komm vorbei, wenn in dem Wohnzimmer nicht genügend Plätze vorhanden sind oder die Plätze so gestaltet sind, dass derjenige, der neu kommt, sich nicht hinsetzen kann. In unserem Antrag haben wir deswegen den Gastgeber, in unserem Fall unseren LAVO, adressiert, um den Prozess der Inklusion und Vielfalt auch als Top-Down-Prozess zu gestalten
und ein klares Signal sowohl nach innen als auch nach außen zu senden. Wir haben die kontroversen Diskussionen, die durch unseren Antrag im letzten Monat ausgelöst wurden, als sehr bereichernd und konstruktiv empfunden. Wir empfinden die Reaktion auf den Antrag als ein durchgehend positives Signal dafür, dass wir Grüne bereit sind, uns offen diesem Thema zu öffnen. Wir freuen uns daher auch über die Änderungsanträge unseres LAVOs, die wir als solche auch vollständig übernommen haben. Die Gründung einer gemeinsamen, partizipativen Arbeitsgemeinschaft mit dem Landesvorstand, FachpolitikerInnen, LAG und Kreisverbänden scheint auch aus unserer Sicht ein geeigneter Weg zu sein, eine Quotierung von Gremien und Wahllisten sowie weiteren Instrumenten für mehr Teilhabe und Partizipation zu prüfen und zu gestalten. Liebe Freundinnen und Freunde, lasst uns jetzt gemeinsam ein starkes Signal für echte Vielfalt und Partizipation setzen. Über eure Unterstützung würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank. Vielen Dank, Dennis. Gibt es eine Kontrarede? Özcan? Du hast auch 3 Minuten Zeit und du hast das Wort. Liebe Dennis, was du gesagt hast, was Bund-Grün hier mit diesem Antrag bezweckt und was jetzt am Ende mit dem Prüfauftrag an den Landesvorstand und der Gründung einer Arbeitsgemeinschaft oder Arbeitsgruppe mit dem Ziel, mehr Vielfalt in dieser Partei zu gewährleisten und sicherzustellen, dem kann ich 100-prozentig zustimmen und dem wird, glaube ich, hier in diesem Raum niemand widersprechen. Ich würde aber dennoch, erstmal danke ich natürlich für diesen Denkanstoß und für diese Initiative. Aber dennoch möchte ich eins klarstellen, damit es nicht irgendwie falsch im Raum stehen bleibt. Weil ja auch der Antrag in seinem Ursprung eine Quote, eine Diversity-Quote, die nicht näher erläutert worden ist, gefordert hat, möchte ich mal deutlich machen, was die Realität der Bündnis-Grünen Partei heute im Jahre 2015 ist. Wir müssen in dieser Frage uns nie von niemandem was sagen lassen. Der Bundesvorsitzende, damit meine ich die anderen Parteien, der Bundesvorsitzende dieser Grünen Partei, dessen Eltern kommen aus der Türkei. Wir haben einen Vizeministerpräsidenten im Land Hessen, dessen Vater kommt aus dem Jemen. Wir haben hier im Abgeordnetenhaus mindestens 5 Abgeordnete mit Migrationshintergrund von 29. Unser parlamentarischer Geschäftsführer Benedikt, dessen Mutter kommt aus Südkorea. Unsere Fraktionsvorsitzende Ramona Popp, die kommt aus Rumänien. Ich könnte diese Liste weiter fortführen. Und wenn ich mir den Bundestag angucke, wir haben 63 Abgeordnete. 8 davon haben einen Migrationshintergrund. Warum zähle ich das alles auf? Ich will damit nur eines deutlich machen, damit es auch von den Medien nicht missverstanden wird. Wir Grünen müssen hier von niemandem was lernen. Wir sind Vorreiter in dieser Frage und das ist auch gut so. Und ich bin auch der Auffassung, dass eine Quote, ich weiß nicht, wie dieses Prüfungsergebnis sein wird und welche Ergebnisse die Arbeitsgruppe liefern wird, aber dennoch möchte ich sagen, dass ich da Zweifel habe, dass eine Diversity-Quote oder eine Migrantenquote auch mit, insbesondere nicht mit der Frauenquote zu vergleichen, einen Sinn macht und erfolgreich sein wird. Weil wir haben wirklich in den letzten Jahren diese Republik entscheidend geprägt. Wir haben Meilensteine gesetzt der deutschen Geschichte mit der Reform des Staatsbürgerschaftsrechts. Auch wenn das nicht so hundertprozentig geworden ist, wie wir wollten, haben wir Schluss gemacht mit dem wilhelminischen Blutsgesetz der Staatsbürgerschaft. Und wir haben ein Zuwanderungsgesetz eingeführt. Und wir haben im Bundestag die Debatte um ein Einwanderungsgesetz erneut durchgesetzt. Katrin Göring-Eckert hat diese Diskussion angestoßen. Auch das ist gut so. Deshalb freue ich mich auf die Ergebnisse der Arbeitsgruppe und auf die Debatte. Aber bitte vermeidet den Eindruck, als würden wir hier in dieser Frage von den anderen Parteien was lernen. Wir haben nichts von denen zu lernen, die haben was von uns zu lernen. Vielen Dank, Özcan. Gibt's dann noch eine Pro-Rede? Das
So wurde hier angemeldet, deshalb formell sage ich das, frage ich pro Rede formell. Monika Hamann hat sich gemeldet. Monika, du hast auch, ja, 3 Minuten Zeit. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht pro oder contra, aber ich muss mal sagen, liebe Freundinnen und Freunde, ja, der Ursprungsantrag, da hätten wir viele Stunden diskutieren müssen. Aber das, was ich gerade gehört habe, ehrlich gesagt, dass wir vorne weg sind, das mag sein. Aber wenn ich uns im Vergleich zu den anderen Parteien sehe, okay, dann kann ich mir die Schulterklappen aufpacken. Aber liebe Freundinnen und Freunde, seht euch doch bitte tatsächlich mal um. Wie offen sind wir denn tatsächlich? Und wie bei der Frauenquote. Entscheidend ist, in welchen Positionen sich die Menschen auch befinden. Darum geht es. Und ja, wir haben Cem Özdemir. So, und das reicht mir in der Tat nicht. Ich will, dass diese Partei offener wird. Und zwar auch in allen Kreisverbänden. Ich will das auch in den Kreisverbänden haben. Ich will mir anschauen, wie sehen die Vorstände und GA aus, je nachdem, wie ihr die bezeichnet. Ich will bei der Aufstellung der Landesliste in ein paar Monaten sehen, wie es da aussieht. Dann aber Butter bei den Fische, Freunde. Und zwar ganz deutlich. So, und jetzt könnt ihr euch entscheiden, ob pro oder contra, keine Ahnung. Was mir allerdings wichtig ist, dass die Arbeitsgruppe und der Prüfauftrag, ich meine, so kann man Dinge auch versenken. Ich möchte gerne, dass da tatsächlich ein Ergebnis bei rauskommt. Und ich möchte gerne, ob es eine Quote ist, ja, darüber kann man streiten. Ich habe natürlich noch 5 andere Punkte, wo ich sage, dafür hätte ich auch gern eine Quote. Ja, also ich habe mit dem Antrag im Ursprung auch Bauchschmerzen gehabt, aber nicht wegen der Zielstellung. Und ich möchte gerne dann in absehbarer Zeit ein Ergebnis haben, worüber wir uns tatsächlich auseinandersetzen, wie wir die Diversität bei uns in der Partei stärken, und zwar nicht, dass man sich durch Hinterzimmer durchsetzt, sondern dass es ganz klar ist, dass die Leute auch tatsächlich, und ich gehöre übrigens auch zu einer solchen Gruppe, dass wir auch tatsächlich dann entsprechend in den Positionen sind. Dankeschön. So, danke, Monika. Hier gibt's einen. Ja. So, es ist, damit wir uns nicht missverstehen, es geht hier nicht um inhaltlich pro oder contra, es ist eher formell. Jetzt gibt's dann eine Kontrarede formell von Ritva. Du hast das Wort und genau. Wieder 3 Minuten. Ritva, auch KV Spandau. Also, pro oder contra, diese Bürokratisierung haftet hier nicht. Da kommen wir nicht durch. Aber ich rede im Prinzip nicht gegen den Antrag, auch nicht, auch wenn es eine Kontrarede ist. Ich will nur daran erinnern, vor, was ist das, 5, 6 Jahren stand ich schon mal hier vorne, allerdings zur Listenaufstellung innerhalb der Partei. Wir sollten uns da wirklich noch mal angucken, wie arbeiten wir in der Partei. Bis 2010 war es möglich, bei Listenaufstellungen auf allen Ebenen, dass Menschen ohne deutschen Pass hier mit abstimmen konnten. Und danach wurden dann die Bestätigungswahlgänge durchgeführt, die Vorschrifts- und Gesetzes dafür ausreichend ist. Aber heute ist es so, oder seit 2010 ist es nicht mehr möglich, wenn man keinen deutschen Pass hat, in dieser Partei mit abzustimmen. Und da sollte diese Arbeitsgruppe, die dann wirklich hoffentlich ins Arbeiten kommt. Diesen Auftrag hatten sie 2010 schon bekommen. Damals der Landesvorstand, hatten wir darüber diskutiert. Es ist nichts passiert in der ganzen Zeit. Und ich hoffe, in dieser Arbeitsgruppe wird es jetzt endlich auch aufgenommen, dass wir uns angucken, wie wir innerhalb unserer Partei mit Menschen ohne deutschen Pass an dieser Stelle umgehen. Dankeschön. So, danke, Ritva. Wir möchten jetzt über diesen Antrag, die geändert wurde, in geänderter Form abstimmen. Und es waren ja 3 Änderungsanträge von Seiten des Landesvorstands, die vorhin von Alexander von der Antragskommission kurz vorgestellt wurde. Nein, das ist jetzt, wir hatten 2 Pro- und 2 Kontrarede. Monika hat 2. Pro-Rede. Nein, das war kein Gesetz. So.
Die Debatte ist darüber jetzt abgeschlossen. Wir wollen über diesen Antrag in geänderter Form hier abstimmen lassen. Wer diesem Antrag in geänderter Form zustimmen möchte, möchte ich die Karten sehen. Danke. Wer ist dann gegen diesen Antrag in geänderter Form? Dankeschön, sind einige wenige. Wer enthält sich? Auch sind einige wenige. Dieser Antrag wurde in geänderter Form übernommen. Damit sind wir mit V-Anträgen durch.